So. Schnell die Bienenstöcke einladen. Oh, hi! Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück. Ja, zu LS 17, ne? Single LS. Ich bin wieder in Losberg. Wir waren jetzt einen ganzen Tag in Italien unterwegs. Und in Belgien waren wir noch gar nicht. Wir haben kurzfristig den Plan geändert. Wir sind nach Italien geflogen. Denn da hat so ein Kontaktmann vom guten Alex, der hat da ein paar Kontakte noch hin nach Italien, gesagt, ey, da ist ein richtig cooler Hof. Er ist dann ziemlich heruntergekommen. Aber er hat eine gute Anbindung, er hat eine gute Struktur. Schaut euch den doch mal an. Ja, das haben wir dann gemacht. Deswegen sind wir nach Italien geflogen. Haben uns sogar zwei Höfe angeschaut. Uiuiui, hoppla. Haben uns zwei Höfe angeschaut in Italien. Und, ja, er sieht gar nicht so schlecht aus. Und der Harry, der gute Harry, der ist damit einverstanden, kürzer zu treten. Er hat schon gesagt, jo, du, kein Problem. Das passt mir recht gut. Wir treten, mir geht es eh nicht mehr so gut gesundheitlich, deswegen wäre das eigentlich schon gut. Und dementsprechend haben wir uns jetzt dazu entschieden, dies dann auch genau so zu tun. Er wird vermutlich dann hier auf dem Losberghof wirtschaften. Das heißt natürlich nicht, dass ich hier nicht mehr hinkomme. So ist es nicht. Hier muss ja trotzdem noch einiges gemacht werden. Aber er wird hier halt wirklich, so wie es aussieht, dann hier wirtschaften. Da sind wir uns jetzt eigentlich ziemlich einig geworden. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, weil dieser Stress, den haben wir dann so halb nur noch. Der Herbert, der ist weiterhin auf dem Hof Bergmann, im Fuchshausen unterwegs. Und muss sich dann halt hier nicht mehr drum kümmern. Mit meinem Vater ist es übrigens auch geklärt. Der hat jetzt einsehen müssen, dass er Fehler gemacht hat. Und deswegen ist es auch sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zu der kleinen Sache. Denn während der Abwesenheit, guckt mal da, wurden unsere Bienenstöcke gebaut von demselben Schreiner-Team. Klasse. Die können wir jetzt, deswegen habe ich jetzt auch, also die Häuschen für die Bienenstöcke. Warte mal kurz, deswegen habe ich die jetzt gerade mitgebracht auch. Richtig schöne Teile, guckt euch das da an. Boah, ist das schick. Alles reingemacht schon. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Dadurch, dass das Gebiet hier halt ein bisschen abschüssig ist, mussten sie ein kleines Fundament runter machen. Aber alles kein Problem. Hier gibt es die Paletten. Also wir haben jetzt zwei verschiedene. Hier werden wir die Paletten bestücken. Und hier gibt es die Kartons. Die wir dann hier zum Beispiel im Ort direkt verkaufen können. Die Paletten werden wir an den nächstgrößeren Vertrieb verkaufen. Und das ist, denke ich mal, auch was sehr, sehr, sehr Cooles. So, oh. Haben wir ja extra so eine wunderbare Taste, wo wir das alles machen können direkt. Sehr schön. So, gib mal mit. Gib mal mit, genau. Komm mal her. Jetzt müssen wir die da so reinstellen. Genau, so, zack. Wir können noch nicht alle bestücken. Also aber, oh, hoppla, das ist jetzt mal nicht so schlimm. So, nehmen wir für hier. Ja, jedenfalls waren wir in Italien, haben uns einen Hof angeschaut, also zwei Höfe angeschaut. Und der eine Hof hat uns schon sehr zugesagt. Sehr zugesagt. Wir sind uns bloß noch nicht so sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Denn der ist jetzt auch nicht so groß. Das heißt also, wir würden wieder so einen kleinen schnucklichen Hof haben. Nur eben mit uiuiui, wahrscheinlich einem anderen Augenmerk, beziehungsweise mit anderen Prinzipien, könnte man das so sagen. Deswegen, wir müssen mal noch gucken, was wir jetzt genau machen. Hauen wir das Teil rein. Komm, jetzt hauen wir auch noch hier rein.
was wir jetzt genau machen. Wir sind uns noch nicht so sicher. Also wir haben auf jeden Fall einen Hof, der ist schön, wie gesagt, schön klein und schnucklig. Und ich denke, da werden wir ein bisschen handhaben. Und ein bisschen vielleicht diesen wirklich nehmen, was machen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ein polnischer Hof wurde uns sogar angeboten. Allerdings, ja, auf den Bildern sah der jetzt nicht mehr so gesund aus. Also ich vermute mal ganz stark, man müsste sehr, sehr viel arbeiten mit diesem Hof. Und das ist dann auch nicht so unser Ding. Also restaurieren, meine ich jetzt. Renovieren, besser gesagt. Wir wollen halt nicht noch mehr Geld reinstecken, wenn es nicht sein muss. Hier in Losberg haben wir schon sehr viel Geld gesteckt. In Hof Bergmann haben wir jetzt natürlich auch schon Geld reingesteckt. Wir haben neue Sachen gekauft übrigens. Für ZW ausgetauscht. Unser Händler hat gesagt, ey, ich habe hier so einen alten Fan stehen, den wir auch in Hof Bergmann haben, den ich euch gestern kurz gezeigt habe. Also das letzte Mal, nicht gestern, weil ich war ja gestern gar nicht da. Ha. Den ich euch das letzte Mal kurz gezeigt habe. Ja, den haben wir nun auch hier. In der 8.24er Version allerdings. Also der hat die volle Powerleistung. Deswegen hat er auch schon die Sämaschine. Die Sämaschine, genau. Das Schneidwerk hinten dran von Pöttinger. Und wir haben uns diese Spritze gekauft. Die haben wir gebraucht bekommen für, ich glaube, 40.000 oder so. War jetzt nicht so teuer, könnte man sagen. Das ist fast dasselbe Modell, was wir auch im Fuchshausen haben, beim Hof Bergmannhof. Die ist, ich glaube, nur der Vorgänger oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie hat er gesagt, das ist der Vorgänger von irgendeiner anderen. Keine Ahnung. Was die Spritzen hier betrifft, da kenne ich mich beim besten Willen nichts aus. Und jedenfalls, sehr, sehr geil. Die haben wir jetzt hier auch. Wir haben erst überlegt, sollen wir ein kleines Set holen? Sollen wir ein großes Set holen? Dann haben wir gesagt, komm, shit drauf. Wir nehmen einfach das große, weil das ist einfach besser. Dafür haben wir halt auch für den 824 haben wir einen Fendt abgegeben und da eine kleine Summe natürlich für bekommen. Den Deutz, den haben wir immer noch hier, den großen, und jetzt halt noch diese zwei Fendts hier. Wobei, ich glaube, da wird auch noch einer wahrscheinlich gehen, denn so viele brauchen wir beim besten Willen hier vermutlich nicht. Das wird sich jetzt noch zeigen. Also wir werden jetzt nochmal... Nein. Wir werden jetzt nochmal eine Bestandsaufnahme machen. Das haben wir schon beschlossen. Also auch einfach nochmal eine Bestandsaufnahme von allen Fahrzeugen auf allen Höfen, von allen Geräten, die es gibt. Also auf beiden Höfen. Und ja, die Gabel. Das ist auch noch was Neues. Die haben wir auch noch geholt. Das ist zum Testen. Die hier, auch sehr, sehr geil. Jedenfalls von allen beiden Höfen eben, welche Fahrzeuge da sind, welche Gerätschaften da sind. Das wollen wir alles wissen. Jetzt nochmal zusätzlich und dann die Ausgaben. Wir werden das alles jetzt nochmal durchwirtschaften. Unsere Buchhalterin, die ist fleißig am Vorbereiten der ganzen Sachen. Wir werden das, wie gesagt, alles nochmal schön berechnen. Hier wurde ein bisschen aufgeräumt, wie er versprochen hat. Sehr schön. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Wir könnten vielleicht noch düngen. Das könnten wir ja mal mit dem hier machen eigentlich. Den könnten wir... Kann ich den schon? Ah, kann ich direkt als Setup setzen. Sehr schön. Mit dem schönen 800er. Ach, was für ein schönes Teil. Da ist beim Händler... Ja, stimmt. Da ist ja noch was beim Händler. Wir können erstmal zum Händler fahren. Komm, wir fahren mal kurz zum Händler. Denn beim Händler... Der Harry hat mich gestern angerufen, hat gemeint, du, der Händler hat einen neuen... Zumhammer, glaube ich, war es. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Den er uns geben würde im Austausch zu unserem. Wir müssten keinen Aufpreis zahlen. Auf Preuß zahlen, weil unserer ja schon mehrmals kaputt war. Und da haben wir gesagt, du. Hat er gefragt, ob wir das machen wollen. Hoppla.
Und da habe ich gemeint, du bist es eigentlich doch. Ja, warum nicht? Ja. Und dann haben wir eh nicht benutzt. Von daher ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Da fahren wir jetzt mal hin. Das Teil interessiert mich nämlich. Ich bin auch ein bisschen platt. Mal nach Italien fliegen, dort erstmal zu den ganzen Leuten hinfahren, mit denen reden und so weiter. Das war doch schon ein bisschen heftig. In Belgien haben wir ja auch noch einen Hof. Eventuell. Uiuiuiuiui. Das Riesenteil. Oh Gott, lohnt sich das für uns? Ein Van-Holz, nicht zu nehmen. Sorry. Alter Walter. Also Fakt ist, es ist größer als das Gerät, was wir hatten. Wir hatten hier nur den kleinen mit dem Krupper auch hinten dran. Wo sich gar nicht gelohnt hat eigentlich. Den haben wir noch kein einziges Mal im Einsatz gehabt. Schickes Teil. Mir fällt mir dazu nicht ein. Also das ist ein richtiges schickes Teil. Und dann nehmen wir mal mit auf den Hof, würde ich sagen. Der Harry wird sich erinnert haben, dass wir mal besprochen haben, oben Feld 16 und Feld 1 zu kaufen. Und dafür würde sich das natürlich schon ordentlich lohnen dann. Das sind nochmal Ballen auch. Die sind noch für uns. Die hat er hier eingelagert erst einmal, weil wir nicht dazugekommen sind, sie abzuholen. Das ist echt ein Teil, ey. Uiuiuiui. Bin mal gespannt, ob der das überhaupt packt. Ha. Ah, nochmal müsste er es schaffen. So, wir müssen aber einen größeren Bogen nehmen. So. Was für ein geiles Teil. Krass. Ja, jedenfalls, wir haben ja Belgien zum Beispiel noch einen, den wir uns anschauen wollen, beziehungsweise den wird sich der Alex jetzt alleine anschauen und mir dann die Bilder rüber schicken. Und ich bin ja immer noch am Überlegen, oder wir sind ja auch immer noch am Überlegen, ein bisschen mehr auf Eigenproduktion umzustellen, das heißt Saatgut im Allgemeinen und eben auch den Dünger. Saatgut haben wir ja jetzt hier auch super. Auch auf dem Hof Bergmann haben wir ja Saatgutproduktion. Aber der Dünger ist halt immer noch so ein Fall für sich. Flüssigdünger und all das. Ja, fahr doch, Mann. Willst du mich verarschen? Du hast genug Platz, Junge. Ist wieder dieser... Ist das wieder... Ja klar, das ist wieder der Sohn von der einen Droller hier. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber... Oh, das ist so eine richtige Giftzicke. Die Mutter ist genauso schlimm wie der Sohn. Bekloppt. Einfach nur bekloppt. Ja, wir sind am Überlegen, ein bisschen auf... Ölrettich umzusteigen zum Beispiel. Also, dass wir keinen Dünger mehr kaufen, sondern dass wir Ölrettich... Pappeln, glaube ich, waren es auch. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, das ist was Neues. Das kenne ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Aber halt auf Ölrettich, natürlich im Dünger umsteigen und somit eben Gülle und so weiter weniger ja, kaufen müssen. Was natürlich A vom Vorteil ist und B, wir dann eher so ein bisschen in die Richtung biologischem Anbau gehen würden. Das Ding ist, es ist natürlich viel mehr Aufwand. Und etliche Krankheiten, die können wir dann halt nicht mehr bekämpfen. Das ist halt so. Deswegen sind wir uns da noch nicht so wirklich schlüssig. Aber ein schickes Teil, das Teil. So. Ich weiß bloß nicht, wo ich das hinstelle. Ha. Ich stelle das doch einfach mal hier so hin. Den brauchen wir jetzt erstmal. Uiuiui, erstmal nicht. Aber wir können jetzt trotzdem mal gucken, ob das
Güllefass wieder ein bisschen gefüllt ist. So. Also wir müssen im Allgemeinen einfach mal schauen jetzt, wo wir hingehen. Und die Rede war auch von einem größeren Hof. Da hatte mein Bruder ein paar Kontakte. Da hat ein Hof in Holland. Und der hat schon gesagt, da ist noch ein Hof. Der ist anscheinend irgendwie frei. Er würde sich da mal informieren. Der ist halt ein bisschen größer. Wir müssen dort mit ein paar anderen Maschinen wahrscheinlich arbeiten. Was aber vom, wie gesagt, Geld her überhaupt kein Problem ist. Ich habe es das letzte Mal in der Folge gesagt, wir haben durch den Verkauf von Südhämmern sowie auch durch den Verkauf von den ganzen Geräten sowie dem Bestand wirklich gut Geld gemacht. Dadurch dürfte das überhaupt kein Problem sein, irgendwo einen weiteren Hof zu haben. So, ja, so viel ist hier nicht drin. Aber das reicht vielleicht, um das 23er Feld nochmal kurz zu bestücken. Ich glaube, das 23er war es. Weil da haben wir noch nicht so viel drauf gekriegt. Uiuiui. Die Dachluke aufnehmen. Deswegen fahren wir da mal hin. Ich werde das. Ich denke, ich werde gleich nochmal mit meinem Bruder telefonieren. Und ihn mal fragen. Wegen einem Hof. Und dann werden wir mal schauen, was wir jetzt dann ganz genau machen. Weil auf dem Bergmannhof, da haben wir momentan nicht so viel zu tun. Das ist das große Problem. Da muss jetzt, ja, ich glaube, bald geerntet werden. Also, was heißt bald? Es dauert noch ein bisschen, bis da geerntet werden muss. Aber es ist halt nicht sonderlich viel aktuell dort zu tun. Und hier haben wir ja jetzt erstmal auch alles gemacht, was zu machen war. Und durch die Erweiterung, die Expandierung, was wir halt machen möchten jetzt, ist das natürlich so ein Fall für sich dann. Aber wir haben ja auch mal über einen Hof gesprochen, der an der Borscher See ist, sein soll. Und dieser Hof, den haben wir uns reservieren lassen. Da ist jetzt aktuell noch jemand drin, der lässt aber seinen Pachtvertrag auslaufen. Der lässt den Pachtvertrag auslaufen anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn nicht, ist es aber auch kein Problem. Weil dort sind irgendwie noch zwei weitere Höfe, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Das hat der Alex ja alles geklärt. Und er hat auch gesagt, da müssten vier Höfe sein in diesem Gebiet. Hat er gesagt. Und oder die Waldfee, so. Einer läuft der Pachtvertrag aus. Und ich glaube, es war, voilà, zwei Stück, die ein bisschen modernisiert werden mussten, beziehungsweise ein bisschen renoviert werden müssen, bevor sie verkauft werden können. Also da, die gehören der Bank. Und die Bank verkauft die ja natürlich wieder. Oder verpachtet sie, je nachdem, was die Bank macht. Und die Bank muss die erst einmal ein bisschen renovieren, damit die überhaupt Geld reinbringen. Ne? Deswegen, so hat mir der Alex jetzt schnell erklärt das letzte Mal. Deswegen, da müssen wir auch noch gucken. Das wäre dann vielleicht einen Hof zur Zentrale zu machen wieder. Aber das wissen wir jetzt noch nicht, um Gottes Willen. So, jetzt hier mal ganz kurz gucken, ob unser Lally noch arbeitet. Der ist, glaube ich, nämlich nicht mehr am Arbeiten gewesen. Nee, der arbeitet nicht mehr. Warum arbeitet er nicht mehr? Weil die Daniela aufgehört hat zu arbeiten. Die Daniela arbeitet falsch.
Daniela, du musst so arbeiten. Daniela arbeitet wieder. So, schön. Jetzt muss ich mal ganz kurz am besten vielleicht die noch Stroh reinschmeißen. Was wir, ob wir das auch so transportieren können. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt erstmal gut. Ja, das war's jetzt schon wieder von Losberg hier. Und... Uiuiui. Einmal zurück. Einmal rum. Das war's jetzt schon wieder von Losberg hier. Hier gibt's gerade halt nicht sonderlich viel zu tun. Wir haben jetzt erst nochmal das 23er Feld nochmal fertig gedüngt jetzt. Das muss gekrubbert werden. Boah, vielleicht machen wir das noch gleich noch. Mal schauen. Weiß ich nicht. Ob ich das jetzt noch mache? Ich muss jetzt erst noch mal kurz telefonieren. Ich werde jetzt meinen Bruder anrufen, weil morgens hat er mehr Zeit. Und dann vielleicht mal schauen, was er so ja, sagt. Muss ich mal schauen. Meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei LS17 oder eben bei einem anderen Projekt, wie ihr das möchtet. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.